Servus Leute, was geht? Hier ist wieder euer Spirit of Gaminti mit dem Birdman und ja, ich muss euch kurz was erzählen. Es ist so, ich wollte eben ein Video hochladen und es ist dann auch hochgeladen und ja, das ist halt so gewesen, dass in dieser Mission, in diesem Part war halt hier, das war halt in diesem Opernhaus hier und da lief im Hintergrund so eine Musik, so eine Oper. Und es war halt so, dass es dann leider nicht, ja, es hat leider nicht ganz geklappt. Und das Video wurde dann halt leider Gottes gesperrt. Und ja, was soll ich sagen? Schade und für sich, aber das macht uns natürlich, das hält uns natürlich nicht davon ab, und jetzt weiterzumachen, ne? Ich gebe euch mal eine kurze Zusammenfassung, was in dem Spiel passiert, also was beziehungsweise in diesem Part passiert ist. Wir waren halt in dem Opernhaus, haben erstmal die Kameras und so ausgeschaltet. Dann sind wir da reingegangen, haben das Personal von so einem gewissen Typen namens Green ausgeschaltet. Und ja, dann sind wir weitergegangen und irgendwann waren wir dann halt auf so einer Bühne. Mussten wir hochklettern und ja. Haben dann halt die Leute belauscht. Da war so ein Meeting irgendwie mit diesem Green und noch so ein paar anderen Leuten, und da ging es um da ging es um halt was wir bis jetzt noch nicht genau wissen. Und ja, das haben wir halt belauscht, und am Ende hat noch Bond irgendwas reingequatscht. Ich glaube, sie sollten sich lieber einen besseren Platz suchen, oder ich weiß nicht genau, wie es war. Ja. So ist es halt jetzt, und ja, was soll ich sagen? Dann haben wir noch so ein paar Scharfschützen ausgeschaltet davon, und am Ende, glaube ich, war dann da halt, wir waren an den Docks, weil das Opernhaus ist an den Docks in Bregenz, und also, ne, Dock, wisst ihr, was es ist, und da war es halt so, dass da war irgendwie so ein Boot und das ist dann irgendwann in Flammen aufgegangen, und ja, dann ging es halt so weiter, dass wir dann da abhauen mussten, damit uns die Explosion nicht erwischt. Und ja, dann sind aber am Ende noch Green und seine Kumpels sind noch abgehauen und die haben wir leider nicht mehr gekriegt, aber das ist halt so. Und ja, jetzt sind wir hier in der Senke. Da sind wir. Das haben wir noch nicht abgeschlossen. Da werden wir jetzt auch gleich wieder einsteigen. Und ja, ich hoffe, das macht euch jetzt nichts aus. Und ich hoffe, es wird nicht nochmal passieren. Sonst kriege ich die Krise. Das ist echt so. Ich hab mir eben, ey, es war so krass. Ich hab schon gedacht, ach du Scheiße. Ja, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, weil wer den Film kennt, ne, ein Quantum Trost, das ist genau wie im Film. Das ist, also die Mission eben, da habt ihr nicht großartig viel verpasst. Das war genau, das ist genau wie im Film. Und ja, ich entschuldige mich dafür, dass es halt leider nicht geklappt hat. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht nochmal passieren wird. Ich hoffe es so sehr. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir legen auch gleich wieder los, ne? Und ich, ja. Bond, wo sind Sie? Haben Sie meine Bilder? Was verbindet Sie? Höre ich da etwas Stress durch? Sie müssen herkommen. Ich habe keine Zeit. Sie haben eine Spezialeinheit getötet. Wen hat er bewacht? Es reicht, wenn Sie wissen, dass er einer der engsten Berater des Premierministers ist, was ihn zu einem der mächtigsten Männer in Großbritannien macht. Verdammt, Bond. Noch nicht. Green und seine Organisation helfen General Medrano Bolivien zu übernehmen. Ich bestehe auf Ihre Visite. Ich rufe Sie zurück. Das klang nach Schüssen. Wir haben ihn gefunden. Er ist in einem Flugzeug außerhalb von La Paz mit Camille Rivera. Schickt jemand zu ihm. Jemand verfolgt sie.
General Medrano, Bond ist an etwas dran. Überlebt er das? Sie müssen abspringen. Das Flugzeug hält nicht mehr lange. Sie sind gesprungen. Sie fallen schnell. Sie stürzen gemeinsam in die Tiefe. Haben wohl nur einen Schirm für beide. Sie fallen noch immer. 5000 Fuß. 4000. Höchste Fallgeschwindigkeit. Na los, Bond! Der Schirm ist auf. Sie werden langsamer. Jetzt müssen wir sie finden, bevor Medrano sie findet. Los! Entdeckung! Krass. So. Jetzt bin ich gerade über den Kugel jetzt hier. Fängt ja gut an. Naja, schade an für sich. Ja, das ist immer das Problem, wenn man nicht weiß, wo man hin soll, ne? Alter, wie soll ich die denn kriegen, Mann? Oder wo soll ich hin? Ja, ich hab doch... Kann ich sie denn nicht im Nahkampf überwältigen, Mann? Ich bin einfach gewandert.
Schon wieder tot. Was geht denn heute ab, ey? Vorhin bin ich nicht so oft gestorben. Fresse, Mann. Ey, wenn ich das jetzt nicht schaffe, raste ich aus, Mann. Da seht ihr es ja zum ersten Mal. Ausraste. Eine Geschichte des Bildes. Sagen als Entschädigung dafür, dass vorhin kein, also das Video nicht dann hochgeladen wurde, leider bekommt ihr Sonntag noch eins von mir. Dann ich mache einfach mal Sonntag ein schönes Video. Sonntag wird ein schöner Tag. So, ich habe dieses Wochenende keine Hausaufgaben aus, sehr chillig, weil jetzt meine Tests sind rum, die ich jetzt erstmal geschrieben habe. Und ja, vorsichtig. Feindkontakt direkt voraus! Angriff!
Ja, kommt doch noch ein bisschen von mehr Seiten. Ich meine, ihr könnt auch gerne noch von hinten kommen. Von hinten habe ich noch keinen gehabt. Ja, es ist doch so, Alter. Sowas regt mich immer auf. Nicht so viele Räder, aber ich bin gerade hochkonzentriert. Kamille, was ist das für ein Name? Autsch. Der Schuss hat gesessen. Ach ja, ist das herrlich. Ja, nur mal gucken. Wir wollen dann nie mal sehen, was wir hier so rausholen können. Wir müssen jetzt erstmal diese. Da vorne sind noch mehr! Wie heißt die? Ich keine Ahnung, wie die heißt. Ich denke, dass wir gerade in alle Scharfschützen-Teams auch angewiesen, ihre Granatwerfer zur Unterstützung mitzunehmen. Naja, komm. Was soll denn die Scheiße? Bewegt sich, ich glaube. Brauche ich sowas unbedingt? Warte, ich guck kurz mal was gucken. Dann nehme ich aber lieber sowas anstatt sowas anderes. Sowas ist mir nämlich lieber. Wo soll ich jetzt eigentlich lang gehen? Ah ja, ich weiß, glaube ich, lang, aber. Zu
Schade, dass Medrano nicht in dem Helikopter war. Wieso bist du hinter Medrano her? Mein Vater war beim Militär. Als ich noch ein Kind war, tötete ihn General Medrano. Danach meine Mutter und Schwester. Ich war zu klein, um ein Problem zu sein. Nächstes Mal ist das anders. Wir benutzen Greenwood beide, um jemanden zu erwischen. Dann hast du auch jemanden verloren. Ja, hab ich. Das ist unser Mann. Sein Gesicht ist voller Brandnarben. Ich glaube, wir haben den Bombenleger. Hören Sie auf, sich ans Ohr zu greifen. Wie bitte? Nehmen Sie die Hand runter. Er hat mich gesehen. Er haut ab. Ich brauche ihn leben, Carter. Weg mit der verdammten Waffe. Da verfolgt mich jemand. Macht ihn fertig. Aber klar, Mulaka. Geile Scheiße, Mann. Das ist so geil hier, ne? Das ist genau das, was ich an dem Spiel so geil finde, diese eine Sequenz hier, weil ich die auch in Casino Royale so geil finde. Das ist halt, wie gesagt, nur ein Rückblick. Wenn Sie helfen wollen, Carter, gehen Sie wohin, wo Sie ihn sehen können. Das spielen wir jetzt noch und danach. Das muss ich jetzt machen, das ist so Hammer. Warum ich das so geil finde hier? Weil die in dem Film... Scheiße. In dem Film die Szene, die wird... hier wird in dieser Szene wird Parkour gelaufen und das finde ich so extrem hammergeil. Ja, das ist nicht mehr normal. Carter... Deine E-Karte, das ist mein Laster auf dem Dock. Auf dem Renner. Ja, also ich werde das jetzt nicht mehr vorlesen, weil ich meine, warum muss ich ja nicht unbedingt, und ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wenn ihr. Und wenn ich dann nicht, aber sterben werde ich auch nicht mehr so oft. Ich nehme jetzt mal die andere Waffe gleich. Es ist halt cool, dass in dem Spiel dass es auch Rückblicke auf Casino Royale gibt. Das finde ich also geil. Wenn Sie helfen wollen, Carter, gehen Sie wohin, wo Sie ihn sehen können. Auf dem Dock, auf dem 8-Kart MG moniert. Das ist mit Blick auf den Strand, das ist niemand am Steuer, aber wenn ich. Ja, komm. Scheiß drauf.
Preis ist 12.000 Euro inklusive Koffer. Wenn Sie immer noch kaufen wollen, dann bringen Sie das Geld in den Schuppen am Ende der Gasse. Ich warte mit Ihrer Ware. Rija oder was? Keine Ahnung. Ich nicht aussprechen. Bond, alles okay? Ich lebe, Carter, aber wo ist der Verdächtige? Weiter geht's. London hier. Hier Carter, ich bin mit Bond hier. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Wen verloren? Mollaka, er ist ein Bombenleger. Bond wurde geschickt um... Ja, ich weiß. Wo ist Bond jetzt? Mollaka hat mich gesehen und ist weggerannt. Bond ist ihm nach. Es ist noch nicht vorbei. Ich arrangiere die Satellitenaufklärung und lasse auf ausgehende Anrufe achten. Verstanden. Ich folge Bond. Bleiben Sie in Kontakt. Wir brauchen diesen Bombenleger. Ja, da haben wir gerade den Bond am Steuer gesehen und ich würde sagen, an dieser Stelle geht's am Sonntag weiter. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal. Ich weiß nicht, tausendmal kann ich mich entschuldigen, dass das Video von vorhin leider nicht oben war. Ich hoffe, dass es jetzt mit unserer Serie trotzdem weitergehen kann. Ich meine, diese eine Mission, na, die ist ja nicht gerade, ist ja nichts Spektakuläres passiert. Wenn es jetzt die alles entscheidende Mission gewesen wäre, dann wäre das noch schlimmer gewesen. Aber es war halt, wie gesagt, nur so eine kleine Mission, die man, wenn man den Film gesehen hat, dann ist in dieser Szene ist nichts anderes passiert. Und ja, ich entschuldige mich nochmal und nochmal und nochmal, aber ja, normalerweise hoffe ich gerade nur, dass es nicht mehr passieren wird. Und dass es mit unserer Serie weitergehen kann, weil ich will, dass es dann soll mein erstes abgeschlossenes Projekt werden. Und es ist auch wirklich ein geiles Spiel, muss ich sagen. Und ja,
es geht halt wirklich, also die an dieser Stelle geht es dann am Sonntag einfach mal weiter und ja, ich würde sagen, haut da rein, bis Sonntag und ja, macht's gut. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel mit dem, dass es leider nicht geklappt hat, aber ja, können wir jetzt nicht ändern. Also, haut rein.